Hallo ihr Lieben, ich zeige euch hier heute in diesem Video, wie ihr eine Washi-Tape-Aufbewahrung in einer Box eurer Wahl basteln könnt. Also eine Unterteilung, in der ihr eure Washi-Tapes sortieren könnt, wie auch immer ihr die gebrauchen könnt und in der nachher hinterher garantiert nichts mehr hin und her kullert. Ich habe bei mir so ein Aufbewahrungssystem aus dem Baumarkt mit so durchsichtigen Schubkästen. Vielleicht kennen es einige von euch. Die sind sehr stabil, wabbeln nicht hin und her, lassen sich super ausziehen. Und ja, so sah dann der Schlamassel bei mir aus. Ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen. Da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und noch gleich eins vorweggeschickt. Während ich am Schneiden war dieses Videos, habe ich dann tatsächlich nochmal recherchiert. Oh, gibt es dazu vielleicht schon was? Ja, gibt es. Natürlich ist man selten der Erste, der sich genau so etwas ausgedacht hat. Wenn ihr euch noch nämlich interessiert dafür, euch selber eine Box zu bauen, dann schaut doch mal bei Kreativbund vorbei. Dort gibt es nämlich im Grunde diese Idee auch schon, bei mir ist es dann im Detail noch etwas anders. Ihr seht, das ist meine Box. Die hat oben im hinteren Bereich, seht ihr vielleicht so ein paar kleine Nupsis noch gehabt. Die habe ich abgesägt. Das sind so Nasen, die verhindern, dass man die Schübe ausziehen kann. Aber ich kann die Schübe halt jetzt, weil ich es abgesägt habe, rausnehmen. Ist immer sehr praktisch. Und ich habe mir hier so Papiere, ich sag mal Restepapiere, aus Bastelblocks genommen, die hinten weiß sind und von denen ich denke, ah, die sind so foliert, die verwende ich sonst eh nicht. So, und das hier ist jetzt die Breite meiner Schublade oder da messt ihr euch jetzt ab, was immer ihr für eine Box habt. Die Länge ist erstmal total uninteressant, das verlängert sich dann sozusagen papierblattweise. So, und hier hinten seht ihr, das läuft nach hinten, nach unten so ein bisschen zu. Also das ist unten nicht so breit wie oben. Da probiert ihr einfach raus, dass euer Papier da so reingelegt reinpasst. Was auch immer ihr für eine Box habt, dass sich das so locker schieben lässt, wie jetzt bei mir. Dann habt ihr schon mal die Breite von eurem Papier. Meine Box ist 35 cm lang. Und ich habe drei solche 12x12 Stücke dafür benutzt und diese Unterteilung abgeschaut habe ich mir hier aus dieser Pappkiste. So, und in der Länge, also das, was jetzt bei mir in der Schachtel eben diese 35,5 sind, auf die wir jetzt sozusagen von vorne nach hinten rauf gucken, da falzen wir uns immer senkrechte Linien rein, dass wir sozusagen eckige U's haben. Also, es geht immer sozusagen, wenn man jetzt von vorne guckt, geht das Papier einmal nach oben, dann nach unten, dann macht es eine waagerechte, da liegt dann die Rolle drin, dann geht es wieder nach oben, nach unten. So, und da müsst ihr jetzt einmal überlegen, wie hoch soll das bei euren Rollen sein? Also meine Pappunterteilung ist 3,5 cm. Sozusagen, wie es immer in die Höhe geht. Also zeichne ich mir erst einmal 3,5 cm ab, dann nochmal 3,5. So, und jetzt kommt es drauf an, wie breit ist eure Washi-Tape-Rolle. Das könnt ihr auch nochmal ausprobieren. Ich glaube, bei mir, ich habe so ein Maß von 4,4 cm genommen, damit es da auch so ein bisschen locker drin ist. Da könnt ihr euch dann jetzt aber das einmal eure wie auch immer geartete Kleberolle drauf legen und das Maß tragt ihr sozusagen für die waagerechte Linie unten ab. Dann geht es wieder einmal nach oben, also 3,5 hoch, 3,5 runter und dann kommen nochmal das Maß für eure Washi-Tape-Rolle, also bei mir 4,4 cm und dann bleibt bei mir hinten noch so ein Übertritt, also quasi eine Klebeblasche von so kurz unter einem Zentimeter, glaube ich, oder was, ein Zentimeter, ich weiß es nicht, stehen. So, und da könnt ihr dann nachher das nächste Blatt ransetzen und festkleben mit Flüssigkleber, mit doppelseitigem Klebeband. Aber jetzt falzen wir das Ganze erst einmal durch. Also diese ganzen Linien, die ihr seht, die erste nach 3,5, die zweite nach wieder nach 3,5, dann nach der Breite eures Washi-Tapes, das knicke ich mir hier gerade ab, guckt mal, und so habt ihr dann schon das erste Fach im Grunde für die Washi-Tape-Rolle. Jetzt geht es wieder nach 3,5 weiter,
Also 3,5 nach oben, 3,5 nach unten und dann schließt sich wieder die nächste Waagerechte an mit dem Fach für die nächste Rolle Washi-Tape. Ne? Und so geht das dann immer weiter. Und dann habt ihr schon mal den ersten Einsatz für eure Washi-Tape-Rollen. Das könnt ihr dann schon mal probelegen in eurer Kiste und gucken, wie viel Platz ist denn da noch. So, und bei mir geht da noch eine Menge. Hier habe ich mir schon mal ein bisschen was reinsortiert. Da kann man dann auch schon mal abschätzen, wie viel von diesen ganzen Riefen zum Reinlegen brauche ich denn da. Und ich habe mir das Ganze jetzt mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Ihr seht, da habe ich schon mein nächstes Stück gefalzt und da guckt ihr dann, was bei euch kommt. Als nächstes kommt nun eine waagerechte, also eine Breite für die Washi-Tapes, das ist bei mir der Fall, oder kommt wieder eine senkrechte, das hängt dann jetzt eben so ein bisschen von der Größe eures Papierstückes ab und so weiter und so fort, ne? Und wie groß eure Rollen sind. Und ich habe mir das jetzt hier quasi im laufenden Betrieb reingeklebt und ihr seht, wenn man die Senkrechten nicht zusammenklebt, kann man das Ganze auch so ein bisschen Ziehharmonika-artig wieder zusammendrücken. Das habe ich hier gemacht, weil da habe ich gedacht, hör, da geht doch noch ein bisschen was rein und ihr seht, ich hatte auf der rechten Seite hatte ich noch Bänder liegen und ja, es ist nicht nur Washi-Tape, es sind auch Isolierklebebänder, die ich da noch drin habe und so sah das Ganze dann fertig aus. Und ihr seht, nicht alle Reihen sind ganz voll. Und wenn man das jetzt rein und raus zieht aus dem Schubfach, purzeln die immer noch hin und her. Und da habe ich mir jetzt diese Reste, die an der Seite bei mir abgefallen sind, als ich sozusagen die Breite von meinem Schubfach zugeschnitten habe, da hatte ich Cardstock-Reste. Wenn ihr da nichts übrig hattet, nehmt ihr einfach anderen Cardstock. Und jetzt bauen wir uns für diese Freiflächen kleine Cardstock-Klötzchen, damit die Tapes eben nicht mehr hin und her purzeln. Und da habe ich erst gedacht, ah, baue ich ein Klötzchen? Nee, doof. Wenn man mehr Tape jetzt kaufen würde, dann passt das ja gar nicht mehr. Und darum habe ich jetzt für jeden dieser Zwischenräume zwei kleine Cardstock-Klötzchen gebastelt. Dafür nehmt ihr euch einen Streifen, der etwas schmaler ist als die Riefe, in der euer Washi-Tape liegt. Also bei mir ist das 4,4 cm und ich habe mir jetzt einen Streifen genommen, der ist 4 cm breit plus zweimal eine Klebelasche, also rechts, die ich gerade anzeichne da mit meinem Falzbein und links. Das war bei mir, glaube ich, jeweils so 1,2-1,3 cm. Wenn ihr einen breiteren Streifen habt, macht das ruhig, weil dann schließt sich da diese Lücke. So, und dann falzt ihr 1 cm Klebelasche an und dann so breit, wie euer Quaderchen werden soll. Also jetzt bei mir, keine Ahnung, war das jetzt so die grob die Hälfte oder etwas mehr von dieser Strecke, die ich da überbrücken will. Also wenn da jetzt meinetwegen 10 cm Platz sind, dann habe ich, glaube ich, einen Quader, ich sage jetzt mal 4 cm breit gemacht und den anderen 6 oder so über den Daumen. Na, da guckt ihr, was ihr bei euch haben wollt. Also falls ihr euch dann jetzt, sage ich mal, 6 cm ab, seht ihr auch, waren es bei mir nicht ganz. Dann nehmt ihr jetzt einmal die Höhe, die ihr euch abfalzt, wie hoch euer Quader werden soll. Also meine Stege dazwischen, diese senkrechten, die sind 3,5 cm und ich habe den Quader jetzt aber nur 3 cm hoch gemacht. Und ihr seht, dass ich das auch nur so in etwa in Zentimetern gemacht habe. Ich habe nachher die Rillen auf meinem Falzbrett abgezählt, damit das eben auch haargenau gleich hoch wird. Also dann falzt ihr euch jetzt einmal, sage ich mal, 3 cm ab, dann wieder die Länge, wie lang auch immer, also wenn wir jetzt sagen 6 cm, wie lang das Ding werden soll, dann wieder 3 cm. So, das habe ich mir geknickt, da schneidet ihr es ab, schnipp, schnapp. Und dann habt ihr ja quasi hier diese Senkrechten unten, das werden eure Klebelaschen. Da schneidet ihr die Senkrechten ein und schrägt euch die Klebelaschen ab, so als ob ihr quasi einen kleinen Quader zusammenklebt und genau das wird es ja. So. Jetzt bin ich hier nicht ganz in der Kamera, aber da, das habe ich mir schon mal zusammen hingelegt. So, und da klebt ihr euch das Ganze jetzt mit Flüssigkleber oder was auch immer zusammen.
Dann habe ich die Klebelaschen umgebogen, aber noch nicht zugeklebt. Also die werden nachher festgeklebt und ich wollte jetzt hier schon mal dringend Probe legen, ob das da auch gut reinpasst. Und guckt mal, so soll das dann nachher werden. Also ihr habt schon gesehen, bei mir sind an den Stirnseiten jeweils Löcher. Das hat mich jetzt nicht gestört. Wenn ihr die Papierstücken breiter macht, also die Klebelaschen länger, würde sich das gleich schließen. Ihr könntet aber auch noch eben ein Rechteck draufkleben. Habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ja mein Gott, das ist jetzt so eine Aufbewahrung und naja, mein Gott, ne? So, also hier, ich drücke da das nochmal fest, seht ihr, wenn das auf der einen Seite noch offen ist, auf der anderen Seite kann man es dann nicht mehr so gut festdrücken, aber ging auch. So, und das ist dann mein fertiges Quaderchen, durch das man durchgucken kann. Und das könnt ihr jetzt, ja guck mal, vorne und hinten ist sogar noch irgendwie verschieden viel Luft. Aber wie gesagt, wenn ihr das da nachher reinlegt, dann sieht man das gar nicht mehr. Ist ja nur eine Aufbewahrung, ist ja jetzt nicht für oberhübsch, aber wenn euch das stört, könntet ihr diesen kleinen Quader eben noch schließen. So, und dann ist Nummer 1 fertig und Nummer 2 passt ihr jetzt an auf das, was ihr da noch habt. Und guckt mal, ich habe insgesamt 6 Quader gemacht und die funktionieren eben als Umkipp. Vorrichtung oder Anti-Umkipp-Vorrichtung für diese Washi-Tapes total super. Wenn man noch mal ein paar Washi-Tapes dazu kauft, nimmt man einfach das nächste Quaderchen raus und ist dann immer noch nicht auf dem Trockenen und muss nicht gleich wieder von vorne losfalzen. Und bei denen hier zum Beispiel ist es eben auch so stramm da drin. Also da musste es ganz gar nicht vollflächig sein, sondern das ging auch so. Und ich fand das eben ganz super, dass man das so Ziehharmonika-artig zusammenschieben kann, weil ihr seht, die sind auch gar nicht alle genau senkrecht, sondern das passt sich auch so ein bisschen dieser Washi-Tape-Größe an. Und ich fand dieses Flexible total super. Das haben die nämlich von Kreativ Bunt anders gelöst. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit eine kleine Inspiration geben zur Organisation eurer Washi-Tapes. Ich danke euch fürs Zusehen. Vielen lieben Dank und bis demnächst. Tschüss!